Ah, ja. Na dann. We're here? Mhm. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have the Dumbat. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it can survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's... heroic? At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat! Damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. So. Mitten können wir sie nicht. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Okay, müssen uns umschauen. Irgendwer kennt den Sicherheitscode bestimmt. Guck mal, so ein alter Rechner, aber funktioniert noch. Das ist ja die Hauptsache. Standortstatus. Aha, Täter, alle Systeme betriebsbereit. Hülle, Unterschutz intakt, Panzerung intakt, Lebenserhaltung, wow. Da ist wow schon wieder. Luft ist mittelsauber, Temperatur 13 Grad. Ist uns egal, wir sind ja eh eine Maschine. Die Karte, Hauptebene, wir sind hier. Da sind verschiedene Türen, Blackbox Beacon, was immer das heißt, sehe ich hier gerade gar nicht. Da haben wir lauter Blackbox Beacons, die müssen wir. Looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? In the habitat? That's so strange. I don't like this at all. Blackbox Beacon heißt wahrscheinlich, das sind alles Überlebende, also quasi wahrscheinlich im maschinellen Körper. Personal, Alvaro, Emma, Astrodynamik-Expertin Bass Robin, die haben wir draußen schon getroffen, Außendiensttechnikerin, in Klammern verstorben, die hat ja Selbstmord begangen, aber sie lebt ja weiter in diesem Körper. Catherine Chun, die kennen wir ja zufällig auch, Geheimdienst-Systemingenieur, wird vermisst, wir wissen ja, wo sie ist. Crunch der Dorian, Verwaltung, Leiter, verstorben, heißt ja nichts. Jessica Davis, aber hier verstorben. Joaquin Dufresne ist nicht verstorben, Sean Evans ist auch nicht verstorben. Martin Fischer, was, der Martin Fischer ist auch hier? Und beruflich ist er ein Wrangler, was immer das heißt. Martin Fischer ist leider verstorben, das tut mir echt leid. Lieber Martin, hast du nicht Marty? So, Keith Forkwuden, Jasper Hill, auf jeden Fall eine Menge Leute, die müssen wir jetzt nicht unbedingt alle vorlesen. Jane Adams, Mariska Daviau. Ich frage mich, welche der Namen wir auch schon kennen. John Strohmeier, der Strasky, also der Starsky ist da auch schon. Reed kennen wir auch schon, Imogen Reed. Mechatronik-Ingenieurin. Nadine Masters lebt auch noch, die Ärztin. Na gut. Achso, haben wir da gerade schon gemacht. Ciao. Diese komischen PCs, ich werde daraus nicht schlau, mit denen man nichts machen kann, außer sich irgendwas Komisches anzeigen lassen. Terminal locked. Von uns. Okay, jetzt können wir durch die Tür. Da hinten ist noch dicht. Wir müssen also... angenehm. Ich gehe mal in Reihenfolge ab. Oder erstmal durch die 2. Vergiss es. War eine doofe Idee. So, dann gehen wir mal hier rein. Achso, entschuldige bitte. Sieht ja sehr einladend aus.
Why would they all leave this floor? I don't get it either. It's like they all just cleared out. Ich vermute mal wegen Wow. Das Gefühl, dass wir hier nicht alleine sind. Ich weiß nicht warum. Aus irgendeinem Grund dünkt es mich, dass hier ein perfekter Platz wäre, um verfolgt zu werden. Enge Gänge, Sackgassen ohne Ende. Entschuldigung. Sackgassen ohne Ende heißt, ich habe eine Sackgasse gefunden gerade. So interesting downstairs. Just labs and offices. Maybe the shuttle station. Should we go check? Rather not. Got a bad feeling about this. Ich hab nur den Ball genommen. Ist ein Apfel, ne? Ist gar kein Ball. Muss ein Ball sein. Äpfel sind nicht so lange haltbar. Warum höre ich einen Herzschlag, wenn wir eine Maschine sind? Das verstehe ich auch nicht ganz. Ich lege den Ballapfel hier. Ich wollte ihn nur auf den Tisch legen, deswegen habe ich ihn genommen. Das ist ein Ball. Irgendein Foto von... keine Ahnung. Ein Foto von einem großen Haus mit... einem Ballapfel. Keine Ahnung, warum wir die angucken können. Bücher... Ordner, lalala, nichts Spannendes, wie es aussieht. Ein Buddha. Ich mag Buddha. Maybe they wanted to keep close to the shuttle station in case something went wrong. You're really stuck on that one. I'm just worried about my colleagues. Okay, wir sind erfolgreich auf dem Klo. Das ist immer ganz gut. Es gibt hier, sind das Zahnbürsten? Was ist das? Was ist das da? Okay. Wieso dampft es da unten raus? Wenn es auf dem Klo aus dem Gulli dampft, dann ist irgendwas schiefgegangen. Wahrscheinlich Burritos. Die Dusche. Ich meine, Wasser müsste es hier genug geben. Okay, lassen sich aber nicht mehr bewegen. Diese Toiletten haben, glaube ich, keine Spülung. Das ist ein bisschen ekelhaft, aber gut. Okay, das Frauenklo. Boah, wie es hier stinkt. Hier ist die Schemnische. Wenn jemand das ganze Klo zugeduftet hat, dann muss man sich hier in die Ecke stellen und nach unten gucken. So, ganz beschämt. Okay, hier ist nichts. Nichts. Ich hätte damit gerechnet, dass hier vielleicht irgendwer auf dem Klo verendet ist oder vielleicht da Selbstmord gemacht hat. Klassisch mit der Shotgun auf dem Klo. Ach, krass. Voll geil. Wenn wir in den Spiegel gucken, hören wir die Motorikgeräusche. Sonst aber nicht. Und ganz ehrlich, wir sind auf jeden Fall, kannst du sagen, was du willst. Wenn ich mir angucke, in was für Maschinen die anderen Bewusstseinse gelangt sind, dann haben wir echt noch Schwein gehabt. Andere Animation? Nein, ist dieselbe Animation. Ich wollte nur mal gucken, ob beim anderen Spiegel was anderes passiert. Außer, dass oben links ein Grafikfehler geflimmert hat, ist ja nichts anders. Okay.
Hallo. Error, error, error. Unexpected shutdown. Oh, kleine Fahrradtour. Damals, als es noch Menschen gab. Hier Berliner Mauer auch. Ich höre zwischendurch eine Stimme aus diesem statischen Gedingse. Hier geht es offenbar gar nicht erst weiter. Guy Conrad. Wieso wurden die weggeschlossen? Der Guy Conrad wurde weggeschlossen. Maggie. Oder Maggie, Brandon. Catherine. Oh. Da ist ja überall E-Zugang verboten. Strohmeier. Hier können wir vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich die rauslassen soll, ehrlich gesagt. Ach, die Robin. Geht's da noch weiter? Der Marty Fischer ist ungehalten. Und ich sehe, es krisselt hier ein bisschen. Okay, sie hat sich hier also. Ich weiß nicht genau, wie sie sich getötet hat. Wir wussten aber, dass sie tot ist. Huch. Hier haben wir wieder kein Spiegelbild. Ist aber ganz cool gemacht mit der Plastikfolie da drauf. Wann ist das? Ach, das ist die Arche. Okay. Das ist ein Bild von der Arche. Oder soll ein Bild von der Arche sein. Das hier offenbar auch. Ich glaube, die hat sowas selber gerne gemalt. Und das ist wahrscheinlich. Kriegt man denn noch so ein Messer her, ganz ehrlich? Damit rasiert man sich ja nicht unbedingt die Beine, Fräulein. Oh. Das war sie, nehme ich mal an, und das neben ihr, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich hoffe, es war ihr Dad, ich. Oder ihr Sugar Daddy, ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht genau sagen. Hier ist eine Notiz zusammengekrumpelt, die wir nicht entkrumpeln können, aber hier ist was. Wir müssen eh alle sterben. Ich bin voll dabei. Ich vertraue Sarang und der Kontinuität. Und hier wieder ein Bild von der Arche. Ich glaube, die hat sich sehr darauf gefreut, auf die Arche zu kommen. Hey. Geronimo! Was ist das? Ein Brillenetui, glaube ich. Guck nochmal ganz kurz, ob die vielleicht noch irgendwas im Schrank hat. Irgendwas, was uns weiterhelfen könnte. Da sind noch Spritzen. Wofür auch immer. Hier ist ein alter Scanner. Das Jahr 2103, aber ganz ehrlich, technisch gesehen, wer nutzt denn hier noch so einen alten Trackball? So. Eine Katze. Ein Mann auf einem Pferd. Ich gucke mal die Rückseite nochmal an, ob da irgendwas steht, was uns weiterhelfen kann. Das sieht aus. Ist das das Riesenrad von London? Ich weiß es gar nicht. Und auch hier wieder. Ich glaube, die hat sich sehr, sehr, sehr gefreut, gerettet zu werden durch die Arche oder auf die Arche zu kommen. Vielleicht hat sie im alten Leben nicht mehr so viel Freude gehabt. Ich weiß es nicht genau. Coole Shirts, hätte ich gerne eins. Es muss hier irgendwo sein. Irgendwo muss es hier sein. Irgendwo. Wie diese komischen, kennst du diese ganzen Filme, wo die dann immer die Regale auseinandernehmen, weil irgendwo muss irgendwas versteckt sein in diesem Zimmer. Und dann schmeißen die alles rum einfach. Das muss hier irgendwo sein. Hier muss es doch irgendwo stecken. Okay. Peter Starsky ist da hinten drin. Und noch weitere. Können wir die Tür hier öffnen? Nee. Das
Sollte uns irgendwas verfolgen, lege ich da jetzt mal was hin. So. Da kommen wir eh nicht durch. Die verschlossenen würde ich gerne öffnen, aber erstmal mache ich natürlich die, die gelb sind. Hey, that's my room. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Ja. Tagebuch. Lesen wir erstmal in ihrem Tagebuch. Imogen Reed hat heute eine Maschine getestet. Sie war eindeutig von der Vau beschädigt worden. Noch wichtiger aber war, dass sie auf ziemlich primitive Weise zusammengebaut worden war, als ob sie jemand nur zu dem Zweck geschaffen hätte, um sich von der Vau stehlen zu lassen. Nach ihrer Aktivierung imitierte die Maschine den Raum und Reed gleich mit. Nach einiger Zeit wurde sie gescannt und dann als Simulation in die digitale Umgebung geladen. Die Präsentation schockierte Reed und wurde schnell gelöscht. Mich ängstigt, wie sehr mich das an meine KR-Kapsel erinnert. 14. Juni 2103. Nach dem Zerlegen der Vivarium-Maschine, die Reed aktivierte, ist es nun klar, dass die Vau mein Kapselprojekt kopiert hatte, um die Szene zum Ausführen der Reed-Simulation nachzustellen. Bis auf einen Punkt ist sie in ihrem Aufbau tatsächlich äußerst ähnlich. Im Gegensatz zu meiner Kapsel, in der sich aus Modellneurographen konstruierte flache Menschen befinden, lebt der Gehirnscan des Vivariums weiter. Er ist nicht auf seinen Inhalt beschränkt, auf den ursprünglichen Gehirnscan, aus dem Reed entstand. Die Reed in dem Vivarium war eine perfekte Kopie. Ich hab's. Ich kann die Menschheit retten. Ich kann eine Kapsel mit einer künstlichen Realität bauen, in der jedes lebende Mitglied von Pathos 2 Platz findet. Ich weiß nicht, wie es beim Vivarium funktioniert hat, aber ich kann die Scan-Technik der Vau mit Hilfe der Pilotensitze replizieren. Sie sind bereits mit dem erforderlichen Elektromagnettrommeltyp ausgestattet. 22. Juni. Es war einfacher, als ich gedacht hätte. Die Pilotensitze sind bereits auf die zum Aufzeichnen des Scans erforderliche Diffraktion und Hochenergie konfiguriert. Ich vermute, dass die Vau die Sitze schon seit einiger Zeit dazu benutzt, Scans von uns zu stehlen. Das erklärt vermutlich auch die Imitate. Die Vau muss die Scans der Leute über die Pilotensitze gestohlen und sie als Intelligenzbasis für die Maschinen benutzt haben. 3. Juli. Bei überraschend positivem Feedback des Teams haben wir das Arche-Projekt nun offiziell begonnen. Wir werden so viele Leute wie möglich scannen und sie in die Kapsel laden. Dann werden sie mit der Weltraumkanone in den Weltraum geschossen. Sich vorzustellen, dass wir auf diese Weise weiterleben werden, ist eigentlich ganz nett. Ich finde es ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. 12. Juli. Mark Serang hat sich nach seinem Scan umgebracht. Er hat allen erzählt, dass sie sich umbringen sollen, um so irgendwie auf die Arche zu gelangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Sicher ist, dass dadurch einige Streitereien beim Personal entbrannten und anscheinend ist das irgendwie mein Fehler. Strohmeier ist gar nicht mit mir zufrieden. Hoffentlich wird er sich wieder beruhigen. KR-Kapsel. Notizen. Richard hat mir einen Satz KI-Vorlagen gegeben, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe eine von ihnen ausgebreitet, um einen neuen Freund für Kapsel Kapsel Catherine wahrscheinlich und ihren Clan Vergangener zu kreieren. Neue Methode zur Turbulenzsimulation führt zu deutlicher Verbesserung des Wettersystems. Habe Reed implementiert, ist nicht gut gelaufen. Neuer Versuch mit Reed. Reed kommt nicht gut mit den anderen zurecht. Sie ist zu real. What's a little projector? Looks homemade. That's my attempted building of a Varium. It's kind of a proto-arc. Interessant, da kriegen wir sogar noch Informationen zu. Was ist denn? Was ist das denn? Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Teddy bear? Sieht nämlich ein gruselig aus für einen Teddy bear. Okay, von vorne geht's. Oh, diese Musik. Würdest du bitte nicht in dieser Pose hier rumliegen? Oder warte. So, dann wirkt das auf Besucher verstörend. Wenn Besucher jetzt reinkommen, dann... Oh, diese Musik. What's with the junk? Looks like something you'd fish out of the ocean. Huh? Oh, you mean... Yeah, that's a part of Reed's Vivarium. It's a long story, forget it. Mhm, wir können ja also alles berühren und sie erzählt uns was dazu. Nein, nicht zu allem. Schade. Oh, warte hier, ihren Schlüpper können wir doch mal... Pass auf.
Ah, Teddy hat sich wieder anders hingelegt. Na gut, dann zieh dir mal was an, Junge. Ja. Okay, das geht offenbar nicht. Das sind Socken. Hier ist noch ein BH. Komm, den zieh mal auch zu Teddy. Entschuldigung. Hier ist nichts. Streichholz? Wie komme ich auf Streichholz? Schreibtisch durchsuchen. Was ist das hier? Ein Fan. Thanks. Reminds me of Taipei, my hometown. Oh, die Dame kommt aus Taipei. Sehr coole Stadt übrigens. In Taiwan. So, hier ist... Was? Stopsel. Aha, das gute Stopsel. Hier ist eine Schere. Mhm. Kriegen wir zu Stopsel irgendwas erzählt? Nee. Was ist das da? You have a lot of toys. Wahrscheinlich auch aus Taipei. Und hier ist noch die Bürste. Die brauchst du jetzt ja nicht mehr. Was ist das? Eine Mütze? Okay, ist nur irgendeine Mütze. Ein Wasser. Stuhl lege ich mal weg. Ich glaube, wir haben hier alles durchsucht. Ich glaube, wir können hier eh nichts benutzen. Wir haben sie zu allem befragt. Wir haben ihr Tagebuch gelesen. Viel mehr kannst du da, glaube ich, auch nicht machen. Und jetzt müssten wir eigentlich zu Mark Serang. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich gehe erstmal in die erste Tür. Ich glaube, das sind die Leute, die sich umgebracht haben, oder? Guy Conrad.